Dies ist der übliche Aufbau eines Brunnens. Es wird ein Bohrloch gebohrt, in dieses wird mittig ein Rohr gestellt, das dort, wo das Grundwasser fließt, Filterschlitze hat. Der Raum zwischen Bohrlochrand und Filterrohr wird mit Filterkies verfüllt. Wenn der Brunnen neu ist, läuft das Wasser zwischen den Kanälen der Kiessteine gut durch. Aber im Lauf der Jahre wachsen die Porenräume zu. Die häufigste Alterungsart ist die Verockerung. Bei der Verockerung wird im Wasser gelöstes zweiwertiges Eisen und Mangan in unlösliches dreiwertiges Eisen bzw. vierwertiges Mangan umgewandelt. Eisen- und Mangan-speichernde Mikroorganismen gehören zur natürlichen Flora von Grundwässern. Die veränderten Lebensbedingungen im Bereich des Brunnenbauwerks führen zu einer immensen Vermehrung dieser Mikroorganismen. Die Konsistenz der Eisen- bzw. Manganablagerungen ist zunächst weich bis schleimig. Erst im Lauf der Zeit verhärten diese Substanzen durch fortschreitende Dehydrierung. Der hydraulische Widerstand des Filterkieses wird also größer, der Wasserspiegel geht nach unten. Die Pumpe muss das Wasser über eine größere Strecke fördern, das wiederum kostet mehr Energie. Am Anfang sind die An- und Ablagerungen noch weich, mit der Zeit härten sie aus. Dann wird es immer schwerer, sie herauszubringen. Beim sogenannten Sonic-Prozess muss lediglich die Pumpe und das Steigrohr ausgebaut werden. Das System fährt langsam von oben nach unten. Ultraschall löst den Schmutz. Anschließend wird er einfach abgesaugt. Keine Schäden, keine Risiken, dazu absolut umweltneutral. Bei herkömmlichen Methoden ist entweder sehr viel Chemie notwendig oder aber der Filter kann kaputt gehen. Profitieren auch Sie von dieser neuartigen und innovativen Brunnentechnik.